der nächste Tag und ich sehe auch relativ aus. Und wir sehen uns dann gleich wieder in der Schule. Also Leute, ich bin jetzt in der Schule. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist sau laut. Wie soll es anders sein? Auf jeden Fall war ich ja 2 Tage ins Krankenhaus, habe ich vorhin schon erzählt. Und freust du dich, dass ich wieder da bin? Na, du bist jetzt verpisst, Alter. So Leute, ich bin zu Hause und ist wieder in meinem wunderschönen Zimmer hergekommen. Und hier liegt lauter Krimskrams herum, Leute. Hier liegt einfach Ferkel. Wer kennt denn das von Winnie Pooh? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Wie ich relativ klein war, ich glaube, da war ich 4 oder so. Und da war das so ein Kuscheltier auf jeden Fall. Und das werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Ne, das war damals mein Kuscheltier. Und hier liegt auch noch meine kleine Pistole, ne Leute. Wenn ihr nicht abonniert, ne, wenn ihr nicht abonniert. Weil ich ja ein Amerika-Fan bin, falls ich euch das schon mal erzählt habe. Aber ich glaube, das erkennt man, wenn ich GTA spiele, ne. Auf jeden Fall steht hier die Freiheitsstatue von New York, Leute. Sehr schön. Die schaut echt cool aus. Und dann haben wir hier noch ein Bild von Cars. Was, ja, das werden wir jetzt erstmal wegschmeißen, weil Cars ist nicht mehr ganz so mein Ding. Nein, Leute. Das werden wir wegschmeißen. Hier, alles klar, hier. Also, hier habe ich einfach noch so ein Eichhörnchen. Weil früher in der Apotheke hat man immer, wenn man dort was eingekauft hat, hat man immer so ein Heft dazu bekommen. Und da waren halt immer so Poster drinnen. Und hier war es halt ein Eichhörnchen. So Leute, es ist der nächste Tag. Und ich habe gestern nichts mehr gefilmt, sorry dafür. Es ist jetzt gerade 2:30 und jetzt werde ich dann gleich zu meinem Freund Leon fahren, denn der hat heute Geburtstag und er macht eine Geburtstagsparty und eine Übernachtungsparty. Da werde ich auf jeden Fall hinfahren. Und drum werde ich jetzt sein Geschenk einpacken. Er hat sich übrigens nur 10 Euro gewünscht. Und falls du das jetzt siehst, alles Gute zum Geburtstag. Und Leute, da geht's um drei, werde ich dann bei ihm sein. Und dann werden wir auch ein bisschen was drehen und so. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, es ist der nächste Tag. Und es ist jetzt Sonntag, Leute. Und wie ihr sehen könnt, ich sehe richtig scheiße aus. Denn ich habe euch ja erzählt, ich bin beim Leon, der hat eigentlich Geburtstag gehabt. Und da war ich auf seiner Geburtstagsfeier und wir haben einfach, wir waren die ganze Zeit wach. Und dann um 15 Uhr eingeschlafen. Und um 9 oder so bin ich dann aufgewacht. Und darum sehe ich auch dermaßen aus. Das waren dann insgesamt 3 Stunden heute Schlaf. Wow. Und Leute, ich bin noch immer in diesem wunderschönen Zimmer. Wo wir das ja umbauen möchten. Und hier. Hier haben wir die Tapete. Haben wir schon mal mit diesem Kratzteil hier runtergeschmissen. Und mit diesem Teil kann man das so abkratzen und dann übermalt man das. Und heute am Nachmittag werden wir da ein bisschen anfangen, auch die Tapete runterkratzen und vielleicht auch noch ausmalen. Aber Leute, ich bin richtig hart am Arsch. Aber Leute, wir werden jetzt dann gleich ins Kinderrestaurant fahren und da was Gutes zum Essen holen. Und dann werde ich mal ein Loch in die Wand bohren. So Leute, es ist was Schlimmes passiert. Ich habe hier mein Stereoskop und es ist was Schlimmes passiert. Der Megaminion wurde in die Aufnahme, in die Schnellaufnahme gebracht. Wir müssen den jetzt sofort abtauchen. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Hey! Scheiße, man hat keinen Puls. Man hat keinen Puls. Hey! Man hat keinen Puls. Wir müssen Notbeatmung machen. Okay, dann eben nicht. So Leute, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder hier in meinem Zimmer und wir werden ja die Tapete jetzt runterkratzen. Hier diese Blumen, dickste Wupsi-Tapete, die werden wir runterkratzen. Das ist so ein kleiner Streifen, das geht über das ganze Zimmer rundherum. Und das werden wir jetzt runterkratzen. Und nun würde ich sagen, 1, 2, 3, keine Timelapse. Na Scherz Leute, wir werden jetzt mit diesem Schaber die Bordüre runterkratzen.
Und dann sollte das, weiß nicht, ob wir das heute alles schaffen, aber dann sollte es so einigermaßen weg sein, zumindest so die Hälfte. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, es ist jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde vergangen oder so. Und Leute, wir haben einfach diese halbe Tapete, hier so hat sie vorher ausgesehen, wir haben die halbe Tapete, weil wir, danke, dass du jetzt vorbei warst, danke, Digga. Die Tapete ist über das ganze Zimmer und wir haben einfach schon die Hälfte jetzt weggekratzelt. Hier, so sieht das jetzt aus, unten war das voll. Das haben wir aber schon weggemacht. Hier haben wir noch ein Loch, da war mal irgendein Bild drin oder so. Und dann haben wir hier das Ganze hier bis zum Fenster. Bis zum Fenster haben wir einfach alles weggetan in einer Dreiviertelstunde. Und entweder wir machen es heute fertig oder dann am nächsten Freitag. Und Leute, ist auf jeden Fall mega geil. Und dann am Sonntag nächste Woche oder so werden wir dann dieses Zimmer ausmalen. Und dann kommt alles Mögliche rein. Und so sieht es auf jeden Fall aus. Mega geil. Und ich gehe jetzt erstmal kurz Wein trinken. Und somit war es auch von diesem wunderschönen neuen Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne ein Like da. Zimmerumgestaltung Teil 1 sozusagen. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen und Tagen fertig. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne ein Like da. Habe ich jetzt schon gesagt. Ihr könnt gerne gratis abonnieren. Bei 100 Abonnenten kommt ein super Special. Und ja, das war es eigentlich schon wieder von einem Wunder. Jetzt habe ich eigentlich alles doppelt gesagt. Genau. Wow. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.